Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Ich trinke nochmal einen Schluck, obwohl ich gar nicht muss, aber das Herumgelaufe macht durstig und jetzt schauen wir mal questbedingt, was ist, wie es jetzt weitergeht. Ne? Ups, jetzt habe ich die Karte aufgemacht. Egal, Logbuch. Hier. Dakarigua. Das machen wir mal zu, das mit der Crew. Die Fuegos Leiche. Der Schatz im Toten Land. Horas Verrat. Tod den Deserteuren. Probieren wir das mal, würde ich sagen. Seekarte. Dann gehe ich mal ein Stück. Ist Bones noch bei uns? Wo ist Bones? Hallo? Habe ich den jetzt unabsichtlich stehen lassen irgendwo? Weg. Ist das jetzt ein Bug? Hä? Was ist jetzt los? Wo ist Bones? Was? Ich, Auftraggeber, Lehrer, Händler. Habe ich da jetzt einen Bug ausgelöst wegen dem Schiff und so? Ist Bones jetzt noch auf dem Schiff? Tatsächlich, da ist er. Ich glaube, der kommt nicht vom Schiff runter. Das ist auch nicht schlecht. Haha, das ist auch nicht schlecht. So, hallo. Vielleicht ist es besser, die Leiter zu benutzen. Ja, so geht's. Okay. Da ist er um am Schiff hängen geblieben. Ja, kann schon mal passieren, ne? So. Jetzt kann es weitergehen, weil alleine ist das, glaube ich, nicht so lustig. Lalalala. Da kommt er angestiefelt. Sehr gut. Also, Deserteure suchen. Kann man hier rauszoomen? Ja, natürlich. Aha, hier und da. Hier möchte ich aber auch noch hin. Nur mal zum Erkunden mache ich das noch schnell. Ich hoffe, wir werden dadurch nicht sterben. Weil da war immer die Zuckerrohrplantage, ne? Und das wäre halt schon schön, wenn wir da ein bisschen Zuckerrohr kriegen könnten. Oh. Oh. Ich glaube, das mit dem Zuckerrohr hat sich erledigt. Das ist alles verdorrt. Wahrscheinlich als dieser Totenkopfschädel da gekommen ist, ne, mit diesem Untot. Oi, das ist natürlich bitter. Da war vorher alles schön grün. Oh je. Oh, da ist ein. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ups. Jetzt ist wieder leise, ne? Alles. Warum ist jetzt wieder leiser? Alter. Au. Ja. Verflucht. Die Zuckerrohrfelder sind abgebrannt. Alter. Das ist der Sargnagel für diese Insel. Ohne Rumpf Alter, versinkt Bones? sie der Bedeutungslosigkeit. Könntest du mal vielleicht hier? Alter.
Das wollte ich nicht. Ich werde sterben. Sind es jetzt vier? Mach ich überhaupt ein Damage? Alter. Au. Au. Bin ich jetzt wieder gesund? Na, bei weitem nicht. Au. Ja, okay, das war OP. Das war richtig fail. Warum ist jetzt das Spiel wieder leise? Also irgendwas passt da gerade nicht. Laden, warte. Passt das? Muss kurz schauen. Ach, Menno. Da musste ich ja ihn gerade holen, glaube ich. Bei uns. Ja. Ich komm schon. Okay. Dann nochmal schön speichern. Das mit den Feuervögeln, das wollte ich jetzt so nicht. Ich habe den gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. So. Leiter und tschüss. Ach Gott, ist das ärgerlich. So. La 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 la. So. Ich möchte aber trotzdem noch runter, weil dort unten sitzt jemand. Das haben wir eindeutig gesehen. Wir müssen halt jetzt nur schauen, dass wir da irgendwie lebend hinkommen. Aber warum ist es jetzt so leise hier? Das verstehe ich nicht. Da, 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 da. Irgendwie spinnt's halt. So, jetzt nochmal. Schön looten und dann speichern, Herrschaftszeiten. Hier hinten ist hoffentlich nichts versteckt. Nö. Schaut gut aus. Ach, jetzt bleib ich da hängen. So, da unten war jetzt noch eine Blume und da müssen wir schnell speichern. Da, 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 da. Ach, Gottchen. Ich freue mich schon wieder, wenn wir ein bisschen stärker sind. Wenn uns nicht so schnell alles umbringen tut. Das ist immer klasse. So, speichern. Der neue Spielstand hier. Ja, bitte. So. So. Und. Zack. Ja, ist schon gut. Danke, Bones. So, jetzt werden wir den wohl down kriegen. Der steht nicht mehr auf. Es ist voll leise, ey. Warum, Mann? Hey, Alter. Hä? Irgendwie, das verstehe ich nicht warum, aber irgendwie schaltet sich das Spiel automatisch leise. Das ist merkwürdig. Ich glaube, das sollte ich zuerst den da drüben versuchen, umzuhauen. Au. Du darfst auch. So, jetzt ist es besser, ne? Jetzt hört man auch wieder was. Gibt es hier vielleicht einen Teleporter? Weil da tut schon wieder so komisch. Alter. Was? Eingeborener. Die Zuckerrohrfelder sind... Kapuscheku? Die Zuckerrohrfelder sind alle verbrannt, wollte er sagen, ja. Da hat er recht. Das war's. Das ist natürlich nicht sehr schön. Da haben wir noch eine Markbeere. Tap, 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 tap. Was haben wir da hinten noch? Boah! Der Tod. Okay. Wow! So. Eine Spinne. Die wir gleich kaputt machen werden. Da. So. Zack. Zack. Alter. Bei uns? Scheiß Spinnen. Ja. Sag ich auch immer.
Vor allem ist hier nichts. Nur so eine depperte Spinne und sonst nichts. Gratuliere. So, ein bisschen essen. Jetzt können wir eigentlich beim Lagerfeuer hier speichern. Oh mein Gott. Ach so. Behalte deine Finger ja bei dir. Okay, da gibt es noch ein paar, die leben. Okay. Gott sei Dank, ich dachte schon, hä? Da hätte mein Bettchen, ich hätte mir gerade den Proviant sparen können. Mhm. Gut, wir speichern. So und so. Versuchen noch die zwei Feuervögel da umzuplätten. Und das hier zu öffnen wäre auch nicht schlecht. Zack, 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 zack. Schau. Oh, ich dachte schon, das wäre richtig. Aber jetzt dafür. So. Proviant, Kugel, Gold und Zucker nehmen wir alles mit. Haben wir da hinten noch was, außer eine kleine Ratte? Nein, nix. Aber ich glaube, ich habe jetzt keinen Teleporter mehr, oder? Ui. Da sind wieder Bestien. Dann müssen wir schnell speichern. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wo wir sind. Aus deiner Haut, schwarzer Ghoul. Gott sei Dank. Kein normaler Ghoul mehr, sondern ein schwarzer. Oh Gott. Oh, um Gottes Willen. Bones. Herr Bones. Ja, das lernen wir. Okay, da gehen wir nicht hin. Nichts gut. Wenn einer wäre, wäre es machbar, aber puh, so ist das keine gute Idee. So. Da drehen wir wieder um. Für später. Dann haben wir hier noch was. Eine Feuerblume. Aha, das wird dann der Berg hier sein, ne? Da oben ist dann das Portal. Ich weiß schon, zu dem einen, wo wir den Gouverneur gefunden haben, ne? Ja. So, jetzt wäre es schön, wenn wir nicht beide pullen würden. Was wahrscheinlich nicht möglich sein wird, ne? Au. Au. Yeah. Au. Au. Oh ja, aufs Maul. Immer fester drauf. Au. Dusch. Au. Bitte Bones. Jawohl, machen kaputt. Das war's mit dem. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da können wir leider nichts nehmen, ne? Nein. Schade. Schade. Weil wir halt nichts können, ne? So. Jetzt wäre es gut, einmal schlafen zu gehen. Das zahlt sich jetzt wirklich aus. Also bis zum nächsten Morgen, würde ich mal vorschlagen. Dann schauen wir, ob wir noch was braten können. Lagerfeuer. Ich würde sagen, die Hühnchen und das rohe Fleisch. Passt. So. Hallo, die Herren. Verschwinde, haben sie gesagt. Und der gute Osorio verschwindet auch noch. Selbst dran schuld. Ach, halt doch die Klappe. Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Wer mir? Diese ganze Insel. Ich sollte jetzt eigentlich in der Küche von Puerto Sacarico sitzen. Ah. Was ist denn überhaupt los? Was ist denn überhaupt los? Das ist doch... Die ganze Welt geht den Bach runter und du fragst mich, was los ist. Natürlich. Nur falls es dir entgangen ist. Ich sitze hier mitten in der Pampa. Und die feinen Herren Soldaten sitzen da oben in meiner Küche. Was macht ein Koch bitte ohne seine Küche? Sich einen neuen Beruf suchen? Du, ich sage dir, treib es nicht zu weit. Was ist mit der Plantage passiert? Was ist mit der Plantage passiert? Na, wonach sieht's denn aus?
Die Schatten haben hier gewütet wie eine Herde Warzenschweine und haben sich dann urplötzlich wieder aus dem Staub gemacht. Von dem Zuckerrohr ist so gut wie nichts mehr übrig. Dann gibt es also auch keinen Rum mehr? Goldrichtig, Junge. Es gibt nichts mehr bis auf meinen eigenen kleinen Privatvorrat. Hast du sicher noch ein paar für mich übrig, oder? Ich bin noch nicht gut genug. Ja, okay. Was hält dich hier noch auf Takarigua? Wehe, du fängst jetzt an zu lachen, aber... Naja, als die anderen mit dem Schiff abgehauen sind, habe ich gepennt. Als Koch hat man halt einen anderen Schlafrhythmus. Tja, und jetzt sitze ich hier mit den Eingeborenen. Immerhin bist du nicht allein. Ja, toll. Die verstehen doch kaum ein Wort. Warum gehst du nicht zurück zur Küche? Warum gehst du nicht zurück in deine Küche? Oh, welch wunderbarer Vorschlag. Dir ist wohl nicht klar, dass die mich da oben wie einen Truthahn rupfen würden. Zivilisten dürfen sich nicht mehr in Puerto Sacarico aufhalten. Bei denen ist so dicke Luft, da ist mir der Rauch auf der Plantage 100-mal lieber. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Da brat mir einer einen Storch. Du bietest mir Hilfe an? Es gibt da tatsächlich eine Kleinigkeit, die du für mich tun könntest. Die wäre? Naja, vor kurzem hat mich ein Vogel in der Nacht bestohlen. Kam einfach vom Berg runter geflattert und hat sich meinen Goldbeutel gekrallt. Oh, was war das für ein Vogel? Was für ein Vogel war das? Ja, was weiß ich denn? Ein Vogel eben. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es kein Suppenhuhn war. Also pass auf. Bring du mir meinen Goldbeutel wieder und ich überlege mir eine Belohnung. Sag mir nur Bescheid, wenn du dich auf die Suche machst. In welche Richtung ist der Vogel verschwunden? Das Vieh ist geradewegs zur Bergspitze im Süden geflattert. Welcher Berg genau? Na, der östlich von Puerto Sacarico. Du findest sicher ein paar Lianen, an denen du dich hochhangeln kannst. Okay. Und was ist mit dem Gold? Was ist an deinem Goldbeutel so besonders? Was ist an deinem Goldbeutel denn so besonders? Der Inhalt. Gar nichts. Aber wenn ich meinen Arsch mal von der Insel schaffen will, ist ein wenig Startkapital nie verkehrt. Macht Sinn. Abgemacht. Wir helfen dir. Abgemacht. Ich werde deinen Goldbeutel zurückbringen. Ich nehme dich beim Wort, Junge. Viel Glück. Danke. Was kannst du mir verkaufen? Sieh dich einfach mal um. Gerne. Ebenfalls Machete, Offiziersdegen. Edler Dreispitz. Hut mit Feder, also ein Haufen weißes Zeugs zum Anziehen. Wir besitzen aktuell nur 2 Stück rum. Gott sei Dank. Oder besitzt man mehr und er hat nur 2, das wird sein. Ja, was soll's. Wir brauchen das Klumpert. Gewandfetzen brauchen wir glaube ich nicht. Glaub nicht. Okay. Handel akzeptieren. Gut, vierte. Er ist munter. Hier wird nicht geklaut. Eh nicht, ich schau mich nur mal um. Shiku, hallo. Shiku. Geht schon raus mit euch. Der schläft noch. Denk gar nicht daran, dir die Taschen zu füllen. Niemals. Ich sehe dich. Schatulle, okay. Ich schau mal, ob wir bis zum Mittag schlafen können, ob sie dann alle weg sind. Nicht so wirklich. Shiku. Ohne Schleichen ist es halt schwierig, ne? Das müssen wir halt erst lernen müssen, schätze ich mal. Na prima. Ein Vogel also. Na gut. Dann würde ich mal sagen, eins nach dem anderen, oder? Dann rennen wir hier wieder weg. Schauen uns mal das Elend mit den Deserteuren an. Wobei, ich muss noch kurz
Ausrüst benutzbar. Ich muss noch kurz den Rum. Hier, den Fusel werden wir nehmen. Hier. Ich glaube, so ist gut. Oder machen wir das so und so. Jo. Ich glaube, das geht so. Na gut. Jetzt ist halt die Frage, wo die Herrschaften sind. Na, jetzt ist die Frage Nummer 2. Ist ein Portal angebracht? Ja. Würde es sich auszahlen? Das Fass rollt weg, ne? Das ist die Frage. Ach, was soll's, wir können uns hier wieder herporten, wenn es sein muss. So. Bei unserem Di Fuego, der ist ja schon verrottet, okay. Gibt es eh nichts mehr zu holen. Passt. Dann würde ich sagen, hier runter, hier rüber. Tap, 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 den Weg entlang. Hier müsste es nochmal sicher sein. So, begrüße. Mit dir müssen wir mal kurz quatschen. Und zwar, ich soll dich von Sebastiano grüßen. Ich soll dich von Sebastiano grüßen. Oh, ich schätze, jetzt bin ich wirklich im Arsch. Mhm. Bleib locker. Bleib locker. Ich soll locker bleiben? Klar, gib mir einfach 200 Gold und ich sage Sebastiano, dass die Sache geregelt ist. Das würdest du für mich tun? Wenn du mich das nochmal fragst, überlege ich es mir vielleicht nochmal. Ist ja gut, hier ist dein Gold. Danke. Super, das ging ja einfach. Und der andere ist irgendwo da drüben. Oh, da müssen wir uns scheinbar bei die Ghule und so weiter durchkämpfen. Ja, wäre auch wurscht, ne? Speicher mal das Ganze. So. Dann würde ich sagen, kämpfen wir uns halt hier mal vorsichtig durch. Da scheint irgendwie da drinnen zu sein. Gott sei Dank. Super. Bones. Geben wir unser Bestes. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Zack, zack, zack. Zack, zack. Na, würdest du draufhauen, bitte? Danke. Alter. Ich soll vielleicht mal ein bisschen fuseln. Ah, das war der Grog. Egal. Ich muss einen Fusel trinken. Vielleicht zu viel Grog gesoffen. Die gehen ja voll gut mittlerweile. Die waren doch schon mal schwerer zu besiegen, oder? Oder ich bin schwerer zum Besiegen. Das kann nicht sein. So, das wollte ich noch mitnehmen. Dann, wo bin ich hier? Ich habe mich gerade zu viel gedreht. Ich glaube, da hinten runter. Da ja. Da war irgendwo ein Ghoul mit G. Der muss natürlich auch dran glauben. Jetzt schlage ich ein paar Schäden. Au! Bones, du darfst auch mal. Au! Alter! Dieses Mistviech hier, ne? Au! Au! Bones, du darfst auch mal. So, geht ja. Er hat für uns einen Knochen. Das ist super. Das braucht man. Ich muss, glaube ich, kurz mal trinken gehen. Was, dann gibt es hier ein Fass. Jetzt können wir unsere Ressourcen ein bisschen sparen. Und Prost. Ja, geht dabei nicht anders. Ich hoffe, das passt. Ich glaube, Regen tut er sich. So, wieder speichern. So. Lauf, lauf, lauf. Nicht zu sehr laufen. Der sitzt da echt. Der sitzt da echt komplett umzingelt von den Viecher. Einfach so, ja, null Probleme. Ich chill da mal eine Runde. Alles locker, alles gut. Halt! Wer hat dich geschickt?
Was? Ach, vergiss es. Ich sehe schon, du bist keiner von Kommandant Sebastianos Leuten. Und wenn ich einer von Sebastianos Männern wäre? Und wenn ich einer von Sebastianos Männern wäre? Dann wäre das sehr schlecht für deine Gesundheit. Ach so. Ich bin fahnenflüchtig. Ein Deserteur. Und es ist nicht in meinem Interesse, dass der Kommandant weiß, wo ich mich aufhalte. Warum bist du desertiert? Warum bist du desertiert? Weil ein guter Soldat die Pflicht hat, jeden Befehl kritisch zu hinterfragen. Recht hat er. Todesurteile gegen harmlose Zivilisten sind nicht im Sinne der Inquisition. Mein Auftrag ist, die Menschheit zu beschützen und nicht der Wahnsinn, den Sebastiano fordert. Wenn du desertiert bist, warum bist du dann noch hier? Sebastiano möchte dich tot sehen. Todesurteil? Gegen wen? Ja? Todesurteil? Gegen wen? Gegen irgendeine arme Wurst. Horas hieß er, glaube ich. Hat wohl was aus dem Haus des Gouverneurs mitgehen lassen. Aber merk dir, Junge, das ist kein Grund, jemanden mit dem Tod zu bestrafen. Wenn du desertiert bist, was machst du noch hier? Wenn du desertiert bist, warum bist du dann noch hier? Weil die größte Gefahr auf dieser Insel nicht der Kommandant ist. Die Schatten aus der Totenkopfhöhle sind eine viel ernsthaftere Bedrohung. Und jemand muss sich ihnen entgegenstellen. Was kannst du mir über die Totenkopfhöhle erzählen? Was kannst du mir über die Totenkopfhöhle erzählen? Sie kam vor einiger Zeit wie so ein fauliger Pilz aus dem Boden. Nur unter hohen Verlusten konnte unser Stoßtrupp bis zu ihrem Kern vordringen. Aber das Erschreckende war dieses komische Portal. Es hat den Kommandanten wahnsinnig gemacht. Scheint ja mächtig was los gewesen zu sein. Was wäre dir ein zusätzlicher Schwertarm beim Kampf gegen die Schatten wert? Was wäre dir ein zusätzlicher Schwertarm beim Kampf gegen die Schatten wert? Ich mach's kurz. Eine Handvoll Goldmünzen sind dein, wenn du mir den Rücken frei hältst. Aber ich warne dich, das wird kein Kinderspiel. Sebastiano möchte dich tot sehen. Sebastiano möchte dich tot sehen. Ich weiß. Und was gedenkst du zu tun? Dich dazu zu bringen, dein Grab zu schaufeln? Gar nichts. Halt dich wieder versteckt. Gar nichts. Halt dich weiter versteckt. Wenn du dich nicht blicken lässt, wird dich jeder für tot halten. Du hast Schneid, Junge. Das gefällt mir. Ich helfe dir. Okay, warte kurz. Das ist noch zu früh. Wir werden kurz einmal speichern. Und der Part wäre auch eigentlich fast zu Ende. Das Lager... Fusel. Das Lagerfeuer bringt nichts. Nein. Okay, Severin, ich helfe dir. Ich helfe dir. Knöpfen wir sie uns vor. Du hast Mumm in den Knochen. Halte deine Waffe bereit und folge mir. Okay. Jetzt sind wir theoretisch zu dritt. Ui, ein schwarzer Ghoul. Oi. Okay. Ein bisschen was essen nebenbei. Au. Bones, du darfst aber auch, gell? Alter. Ja, Dankeschön, Freund. Alter Socken. Lass uns weitergehen. Ja. Komm, wir gehen weiter. Ich bin angeschlagen. Ich will mal kurz speichern. Alter. Ja, bitte. Ja, danke. Lass uns weitergehen. Ich glaube, wir beenden kurz den Part, bevor er noch irgendwas pullt, der Kerl, ne? Also gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.